Warum bei Mr. Brom eine Geruchsblindheit von Vorteil wäre und wie das Ganze schmeckt, seht ihr nach dem Intro. Bis sofort! Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Wir haben heute den Mr. Brom von Nagilem, also ein Brombeere-Eistabak. Ja, bevor wir zu dem im Intro angeteaserten Kram kommen, gucken wir uns erstmal einfach den Schnitt an, machen mal einen normalen Geruchstest, bauen uns ein Köpfchen und ich erzähle euch währenddessen alles darüber. Das Ding kostet 17,90 für 200 Gramm. Vom Schnitt her ist das eigentlich ein ganz ordentlicher Schnitt. Nicht zu fein, nicht zu grob. Das sieht alles soweit gut aus. Ordentlich feucht, aber nicht zu krass feucht. Also ich würde sagen, das ist alles im sehr guten Bereich. Vom Geruch her, also wenn ihr direkt dran riecht, dann riecht es schön nach Minze, Menthol, sowas, nach Brombeere, so wie es gehört. So ein künstlicher Kaugummi-Brombeeren-Touch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, so in Richtung Airwaves und wie sie alle heißen. Aber im Grunde ein sehr, sehr angenehmer Geruch. Das Problem ist jetzt aber, wenn ihr den raucht, passt drauf auf, dass ihr alleine zu Hause seid und vor allem niemand am Essen im Umkreis von 5 Kilometern ist. Der Punkt ist nämlich der. So riechen ist kein Problem. Wenn ihr den aber hier habt und vor allem, wenn ihr den anhabt und raucht ihn, es riecht nach Käsefuß. Beziehungsweise nicht mal Käsefuß, sondern kennt ihr das, wenn Nudeln vergammeln und so richtig anfangen zu stinken, so dieses säuerliche Käsefuß nur in schlimmer. Das ist genau der Geruch. Und das ist echt abartig. Gleich vorweg, der Geschmack ist deutlich besser. Aber der Geruch ist echt nicht feierlich und ich verstehe nicht warum. Also egal. Wir bauen uns ein Köpfchen damit. Und zwar nutzen wir dafür den Hokkaido Magic Mushroom in Cool Water. Der hat 237 Gramm leer. Machen wir mal die Waage an und bauen uns einfach schnell ein Köpfchen. So Leute, 14 Gramm sind im Köpfchen. Ich muss mal kurz die Geschmacksknospen wieder gerade kriegen und ziehe mal ein Näschen vom Pharma. Jetzt sind sie endgültig kaputt. Also ich schwöre euch, allein vom Kopfbau, ne? Wenn eure Freundin oder euer Freund zu euch sagt so, nee, ich will nicht, dass du mit den Jungs oder Mädels heute Abend noch rausgehst, einen rauchen. Bau dir so einen Kopf und du wirst freiwillig rausgebracht. Du kriegst wahrscheinlich noch Geld, dass du dir ganz viel Essen und Trinken unterwegs kaufen kannst. Und ja, wenn du willst, dass deine Eltern, Großeltern, Schwiegereltern die Wäsche waschen, verstreu ein bisschen von dem Tabak. Und lad sie zu dir ein. Ich schwöre dir, danach läuft die Waschmaschine. Wie dem auch sei, wir rauchen das Ganze jetzt hier auf der X-Hooker Morph mit dem Dreams HMD wie auch sonst und zwei Cogobration 26er Kohlen, die inzwischen wahrscheinlich eher Cogobration 18 sind. So Leute, wir rauchen das Ganze an und sobald es an ist, kommen wir mal zum Geschmack und zum Fazit. So, der Kopf ist soweit an. Noch nicht perfekt an, aber er ist an. Also zugegeben, ein bisschen habe ich eben schon übertrieben. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Geruch ist echt einfach grauenhaft. Und auch der Dampf, der jetzt rauskommt, der riecht wirklich so. Das ist echt nicht schön. Aber wenn ihr den raucht, nach 2-3 Minuten merkt ihr das gar nicht mehr. Ich empfehle euch allerdings, gebt dem wirklich gerade zu Beginn gut Hitze. Weil wenn der kalt ist, schmeckt er halt ähnlich wie er riecht. Wenn er jetzt heiß ist, so wie jetzt, dann schmeckt der wunderbar. Dann ist es wirklich eine schön frische Kühle drin. Er hat eine schön süße, fruchtige Brombeere und schmeckt wirklich wunderbar. Die Rauchentwicklung, ihr habt es ja gesehen. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Der raucht wunderbar, schmeckt wirklich so, wie er soll. Das ist alles kein Thema. Nur wie gesagt, vom Geruch ist das echt sehr eigen. Also ihr könnt den theoretisch im Sportverein nach irgendeinem Turnier in der Umkleide rauchen. Das fällt dann nicht so auf, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also vom Geruch, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob der bei euch, wenn ihr den schon mal geraucht habt, auch so unfassbar krass riecht. Aber wie gesagt, vom Geschmack, und das ist ja das Wichtigste, ist der wunderbar. Also wenn ich jetzt nochmal ziehe, das ist wirklich eine wunderbar fruchtige Brombeere. Gefällt mir gut. Der ist auch ohne Schott wirklich schon angenehm kühl. Nicht zu kalt, weil für manche ist es, glaube ich, schnell zu kalt, wenn schon ab Werk viel Kälte drin ist. Für mich kann es ja im Grunde nicht kalt genug sein. Aber es ist wirklich eine angenehme Kühle. Es ist ein geiler Sommertabak. Wenn ihr den draußen raucht im Garten, ist das Problem mit dem Geruch ja auch quasi hin. Ja, dann macht das gar nichts mehr. Aber wie gesagt, also drinnen würde ich euch halt echt empfehlen, viel Luft dazu oder sowas, weil das ist halt echt nicht schön. Aber um jetzt mal zu einem abschließenden Fazit zu kommen. Er wird definitiv nicht mein Lieblingstabak. Das steht fest. Er braucht Hitze,
Dann läuft er aber wunderbar. 17,90 ist auch okay. Also wer Brombeere gerne rauchen möchte, für den ist es bestimmt ein guter Preis, beziehungsweise ein akzeptabler Preis. Das ist jetzt natürlich noch die alte Banderole. Das hat sich ja leider bald erledigt. Mal gucken, was er dann kosten wird. Ich weiß es jetzt nicht. Aber Preis-Leistung, finde ich, ist voll in Ordnung bei dem. Nur wie gesagt, es wird definitiv nicht mein Lieblingstabak. Es ist ein leckerer Tabak. Ich rauche ihn gerne. Aber ich würde sagen, wenn ihr jemanden habt, bei dem ihr ihn testen könnt, probiert ihn gerne. Auch wenn ihr sagt, ihr wollt gerne mal Brombeere testen, da kann ich ihn wirklich empfehlen. Es schmeckt natürlich jetzt nicht, wie wenn ihr wirklich eine Brombeere beißt. Das ist halt mit Tabak eh gefühlt oft schwierig. Es ist halt mehr so diese Süßigkeiten-Brombeere. Aber das ist irgendwo, ja, man kennt das halt ja, wenn man einen Tabak kauft. Das geht ja meistens eher so in die Süßigkeiten-Richtung, selten so richtig in die, ich beiß in die Frucht-Geschmacksrichtung. Aber ansonsten, also im Grunde, ich kann ihn schon empfehlen. Eingeschränkt, wie gesagt, weil das Geruchsproblem für mich persönlich schon echt ein Stressfaktor ist. Meine Freundin kam letztens hier rein und sagte, boah, das ist total ekelhaft, hier riecht es voll nach Käsefuß, was ist das? Es war der Tabak. Aber wie gesagt, also es soll jetzt gar kein Hate oder sowas gegen diesen Tabak sein, weil der ist gut, er raucht sich gut. Ich habe jetzt gerade auch sturmfrei, von daher kann ich ihn jetzt auch rauchen. Aber wie gesagt, also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr den vielleicht schon kennt oder ob ihr auch andere gute Brombeersorten kennt, die man vielleicht mal testen sollte. Ansonsten, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, habt Spaß, lasst gern ein Like und ein Abo da. Klickt gern natürlich auch auf die Glocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Kommt auch gerne in Discord. Und ansonsten, wie gesagt, passt auf euch auf, vielen Dank fürs Zuschauen, habt Spaß. Wir sehen uns, macht's gut, Leute. Ciao.